Es ist ein sehr eigenartiges Gefühl, zum letzten Mal eine Vorlesung zu halten. Und zwar, ich habe das jetzt ziemlich lange gemacht, seit 1980, oder? Ist so etwas wie ein täglicher Ritus. Ja, man geht in den Hörsaal, war selten hier, meine Antrittsvorlesung war hier. Aber das wird jetzt irgendwie vorbei sein und ich habe mich lange darauf vorbereitet. Ich habe vor 2 Jahren mit Ihnen gesprochen. Die Entscheidung basiert auf 70% privaten Gründen. Wir haben das diskutiert. Ich bedanke mich für das Verständnis, das wir in diesen 2 Jahren darüber hatten. Und was ich Ihnen jetzt erzählen möchte, sind die 30%, die keine entscheidende Rolle gespielt hat, die mich aber auch noch ärgern. Nicht ganz. Das wird ein Teil meiner Vorlesung sein. Ich möchte trotzdem zuvor noch sagen, dass ich mich sehr freue, dass so viele Menschen in diesem Saal sind, die kürzere oder längere Perioden mit mir verbracht haben. Ich freue mich, dass von den 5 Rektoren, die ich hatte, 4 im Raum sind. Das ist eine ganz große Ehre für mich. Ich freue mich, dass der wichtigste Agrarminister, Franz Fischler, der mich 4 Jahre, wo wir 4 Jahre miteinander eigentlich relativ produktiv kooperiert haben, auch die Zeit gefunden hat, hierher zu kommen. Das ist eine große Ehre und ich weiß nicht, ob ich mit meinen einfachen Ausführungen hier jetzt die Erwartungshaltung erfüllen kann. Worum geht's? Herr Tangermann hat das ziemlich perfekt zusammengefasst. Ich wusste, was Sie sagen werden, weil wir sehr ähnlich, Sie haben es angeführt, weil wir sehr ähnliche Einschätzungen der Entwicklungen der Agrarpolitik haben. Ich habe mich daran zurückerinnert, als Christoph Weiß und ich einmal, ich glaube, bei der ersten Gewisola vorgetragen haben. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Herr Tangermann hat das waren 3 Referate, wir waren die Letzten, den Referenten vor uns auf die Hälfte gekürzt und ich dachte, puh, das wird jetzt eng. Ja. Herr Tangermann war sehr positiv, du erinnerst dich, wir haben ökonomisch uns unterhalten und ein anderer Teilnehmer, und das hat wirklich wehgetan, hat dann gesagt, wie toll das war und das Schönste war dieser schöne österreichische Dialekt. Und das hat, wir haben wirklich geglaubt, das ist Burgtheater Hochdeutsch. Und der sagt, das war so ein, ja, und das sind dann die Lebenserfahrungen, die man macht. Aber es hat eigentlich, Wissenschaft muss Spaß machen. Und das, denke ich, hat sie in den meisten Fällen gemacht. Ich komme jetzt zu meinem Vortrag und ich muss gleich die Fachleute ersuchen, Nachsicht zu üben. Sie sehen, ich spreche über ein Thema, das Sie zum Schluss offen gelassen haben. Sind wir so naiv oder was übersehen wir, wenn wir erwarten, dass bestimmte Dinge in Reformen passieren und es passiert nicht? Und darüber möchte ich ein bisschen reden und ich werde, Herr Rektor Gerzenbeck hat es ja gesagt, ich lasse nichts aus und ich hoffe, bei meiner letzten Vorlesung mir noch nicht noch Gegner zu schaffen. Sie wissen, ich meine es wohlwollend, ich meine, das ist es. Als Überleitung zum Vortrag von Herrn Tangermann habe ich mir gedacht, ich nehme an, was Sie sagen werden und ich möchte es auf eine Folie zusammenbringen, das Problem, das ich mit dieser Reform habe. In diesem Text seit dem Optionenpapier finden Sie immer die beiden Formulierungen. Es geht, die Direktzahlungen werden begründet als Grundsicherung für agrarische Einkommen und auf der anderen Seite, ich habe das aus dem Englischen übersetzt, die Bereitstellung grundlegender öffentlicher Güter wird dadurch sichergestellt. Sie haben beide Dinge angesprochen. Wenn Sie ein ganz kurzes Gedankenexperiment mit mir machen, dann können wir Betriebe unterscheiden, die niedrige Betriebseinkommen haben und die anderen sind hoch. Wir teilen alle. Und wir können Betriebe unterscheiden nach ihrem Umweltsaldo. Der kann positiv sein oder er kann null oder negativ sein. Oder dann kriegen wir 4 Quadranten. Und die 4 Quadranten, der Quadrant A würde sagen, okay, hier gibt es Umweltprämien und vermutlich auch, wir haben das einmal, Herr Held ist unter uns, wir haben ich war als Ökonom sehr ineffizient, entschuldigen Sie, wenn ich den Einwurf jetzt mache, aber ich habe mir einmal fast 2 Jahre erlaubt, mich mit Schweizer Agrarpolitik zu beschäftigen. Das ist völlig verrückt, man muss völlig neue Institutionen, Erkenntnisse erwerben und all die Dinge. Es hat trotzdem Spaß gemacht, aber dort sind wir drauf gekommen, dass viele Schweizer Landwirte vom Einkommen so schlecht gestellt werden, dass sie mit dem normalen Sozialsystem, das in der Schweiz nicht sehr schlecht ausgeprägt ist, fast besser fahren. Aber das heißt, in diesem Quadranten hätten wir kein Problem, Prämien zu geben.
Wenn Sie denn diesen Quadranten hier anschauen, das Betriebseinkommen ist sehr hoch und der Umweltsaldo ist im günstigsten Fall null. Und das ist auch unter Einhaltung unserer Greening-Kriterien problemlos möglich. Wieso, ich lasse die Frage stehen, wieso zahlen wir Direktzahlungen an diese Gruppe? Sie können sagen, das ist ein empirisches Problem. Wir haben entweder keine Betriebe, die Umweltsaldo null oder negativ sind, oder der Means-Test, alle sind arm. Beide Annahmen, denke ich, sind empirisch überprüfbar und wir müssen eine Antwort auf diesen Sektor D finden. Bei den anderen beiden, glaube ich, wir haben Agrarumweltprogramme, wir haben andere Dinge. Damit möchte ich es stehen lassen und jetzt auf die anderen Dinge gehen, die mich über das hinaus eigentlich immer beschäftigt haben. Fritz Schneider weiß, dass ich mich schon in meiner Habilphase sehr intensiv mit Science of Science, also mit dieser Generation von Wissen, Generierung von Wissen beschäftigt habe, mit Politikberatung von einem politikwissenschaftlichen und von einem wissenschaftstheoretischen Hintergrund. Hat mir nicht viel genützt, als Ökonom ist man Ökonom. Das heißt, ich versuche jetzt drei Dinge oder vier Dinge mit Ihnen zu besprechen. Was ist das Problem? Ganz kurz kann ich das schildern. Es geht um Evidenz auf der einen Seite und Interessen auf der anderen Seite. Und ganz offensichtlich war die erste Folie von mir das Ergebnis eines etwas unabgestimmten Interaktion von Evidenz und Interessen. Und alle die Dinge, die ich jetzt erzähle, sind nicht gravierend schwarz oder weiß. Es geht immer um eine Abwägung zwischen zwei Polen. Das ist der Punkt. Ein bisschen über Theorie und Praxis der politischen Ökonomie. Und zum Schluss, und da vertue ich es mir vielleicht mit einigen Kollegen, ein bisschen, was die Schwächen unseres Wissenschaftssystems und der Organisation des Wissenschaftssystems sind. Gut, Problemstellung, das kann man ganz kurz machen, ich hole mir das Ding ein bisschen hierher. Herr Tangermann hat das so schön in der letzten Formulierung gesagt, wir sind ein bisschen naiv. Warum sind wir naiv? Wir sind Ökonomen, wir haben eine schöne Ausbildung, Mikro, Makro, Wohlfahrtsökonomie, all die schönen Dinge. Und wenn wir über Politik reden, reden wir über eine spezielle Wirtschaftspolitik, normalerweise. Ich bin Volkswirtschaftler, Agrar ist für mich eine spezielle Wirtschaftspolitik. Da gibt es Wettbewerbspolitik, da gibt es das, Energiepolitik, alle anderen. Das bedeutet aber, wir wenden unsere ökonomischen Inhalte darauf an und suchen Optimalzustände, wenn wir theoretisch veranlagt sind oder versuchen Verbesserungen des aktuellen Zustandes, wenn wir eher so wie ich handwerklich veranlagt sind als Wissenschaftler. Wir ignorieren die beiden anderen Kästchen. Ich zeige Ihnen gleich, was da drinnen ist. Sie wissen es auch nicht. Aber durch diese eine Erklärung für das, was Sie gesagt haben, Herr Tangermann, wäre das. Wir haben einen verengten Blickwinkel. Herr Fischler lacht wahrscheinlich, weil er ist auf der anderen, er kennt die andere Seite so gut, dass er, aber okay. Ich bin einmal über den Stephansplatz gegangen, vor Jahren, als ich von einem Termin beim Ministerium gekommen bin. Das sind archaische Platten dort gestanden von einem Künstler mit Stacheldraht drauf und auf jeder Platte ist so ein Spruch gestanden und ein Spruch war, dem Mann der Faust gehört das Land, der Günstling darf darin wohnen. Da wusste ich, wer hat das gesagt? Hiob. 2500 vor jetzt. Das heißt, wenn der das schon wusste, wieso wissen wir das nicht, wir Ökonomen? Das ist eigentlich einige andere Dinge noch, da ist ja Hiob, ich bin kein sehr bibelfester Mensch, aber Sie können das dort nachlesen. Er hat es angeblich gesagt, wenn das, ja. Ein Spruch, der mich immer wieder verfolgt hat oder den ich sehr ernst nehme. Ich bin Niederösterreicher natürlich. Was ignorieren wir neben der Policy? Die Policy steht für Inhalt. Neben dem Inhalt gibt es Polity, diese englischen Ausdrücke sind auch im deutschen Sprachgebrauch jetzt üblich. Polity bedeutet die Verfassung im weitesten Sinn, die Struktur, innerhalb derer Entscheidungen gefällt werden. Und das, was wir oft beklagen, diese Prozesse, wo sich dann der Agrarministerrat bis um 4 Uhr in der Früh zusammensetzt und irgendwann Kompromisse findet, ist Politics. Und das Ergebnis, das wir in der Agrarpolitik jetzt sehen, das ist, würde ich sagen, 80% Politics. Ich glaube, es hat noch nie eine Reform gegeben, wo die Scientific Evidence so ignoriert worden ist, alles das, was jetzt vorliegt, wie bei dieser letzten Reform. Wir können später noch drüber reden, ob das kostenlos ist. Wir werden sehen. Gut, grundsätzlich ein
ziemlich platter Satz, Reformen bewirken Änderungen. Sie können das normativ anschauen oder positiv, es ist ziemlich egal. Der entscheidende Punkt ist, welche Veränderungen bewirken Reformen. Im Grund gibt es vier Möglichkeiten und das ist eine Anlehnung an unsere wohlfahrtsökonomischen Zugänge. Der erste ist der schönste, das ist eine Pareto-Verbesserung. Nur positive Effekte. Es gibt einen schönen Artikel von Joseph Stiglitz, der zeigt, dass nicht einmal diese Geschichte im politischen Prozess Zustimmung finden muss. Ich habe das hinten dann zitiert. Der nächste Fall wäre, die positiven Effekte sind größer als die negativen Effekte. Wir sind im Bereich Caldor Hicks. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Interpersonelle Vergleiche der Nutzenpositionen ist theoretisch schwierig, praktisch schwierig. Aber im Grunde kann man versuchen, dorthin zu kommen. Gerald Bruckner hat einmal für den Nationalpark Kalkalpen sowas gemacht, so eine Cost-Benefit-Analyse, wo egal wie man es herangeht, die Benefits eindeutig waren, auch wenn sie unterschiedlich groß, Hackl Bruckner, denke ich. Ja. Da denke ich, wäre so ein Ergebnis gewesen. Das nächste Ergebnis wäre, die positiven Effekte sind gleich wie die negativen, hier geht es um Umverteilung. Ist durchaus legitim in bestimmten Situationen. Und die letzte Situation, die auftreten kann als Folge einer Reform, die positiven Effekte sind kleiner oder deutlich kleiner als die negativen Effekte. Hier hätten wir eine Wohlfahrtsreduktion. Die Frage ist, was ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieser Ergebnisse? Der Optimalfall, und hier sind wir wieder als Ökonomen ein bisschen naiv, würde ich sagen, als Gruppe. Wir gehen einmal davon aus, dass die Politik die Präferenzen aller Individuen reflektiert, die dort wiedergespiegelt werden und dann das wohlfahrtsökonomische Optimum anstreben. Die Realität schaut etwas anders aus, weil hier wären wir wieder im Bereich der Policy, hier, der nicht vielleicht immer so wichtig ist. Verzeihen Sie, ich habe mich einmal gespielt und eine kleine Animation gemacht, weil es leichter ist, das zusammenzufassen. Wir haben auf der einen Seite hier Society, also das Gemeinwohl, von dem Sie als Individuum profitieren. Auf der anderen Seite haben wir Lobbys und Interessengruppen, das ist ein ganz normaler Zustand in einer entwickelten, hochentwickelten Gesellschaft. Wenn diese Polity funktioniert, dann haben Sie eine relativ stabile Geschichte, dort drinnen liegen die Benefits. Und auch wenn die jetzt ein bisschen rütteln, dann bleiben die Benefits einigermaßen gleich verteilt. Seit den 80er Jahren, denke ich, und das ist ein Werturteil von mir, haben wir durch bestimmte Reformen, die bestimmte Schranken beseitigt haben, die Geschichte etwas verändert und wir haben das etwas volatiler gemacht. Das Gleichgewicht ist nicht mehr stabil. Das heißt, wenn wir ein bisschen herumtinkern, der Bankensektor hat das mit großem Erfolg mit uns gemacht, dann passiert das. Die unglaublich große Möglichkeit, finanziell und vom Einfluss von Interessengruppen, bringt die ganze Geschichte ein bisschen aus dem Ungleichgewicht und Sie sehen schon, was passieren wird. Die Benefits gehen dorthin, wo das Gemeinwohl nicht ist. Und wir können über den Bankensektor reden, wir können tun, was die Pharmaindustrie macht. Herr Tangermann hat über die Agrarpolitik gesprochen. Wir haben ein Problem der ungleichgewichtigen Repräsentation von Interessen. Das wäre die Zusammenfassung des Problems. Jetzt reden wir kurz über den Agrarbereich und ich schließe dort an, wo Herr Tangermann aufgehört hat. Ich versuche ein bisschen mir Gedanken zu machen, warum ist der Agrarbereich so stark in der Durchsetzung seiner Interessen? Wir reden über einen Sektor, der 2% des Bruttoproduktionswertes hat, der 1% BIP hat. Ich glaube, man kann, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, durchaus nachvollziehen und verstehen, warum der Sektor sehr stark ist. Wir haben einen Sektor, ich kann das sehr kurz machen, wir verstehen, die Flächendominanz dieses Sektors ist so groß wie keines anderen Sektors. Das Erscheinungsbild Österreichs, Herr Tangermann hat gesagt, er war mal in Österreich unterwegs und das ist schön. Bergbauern sind tätig und das macht sehr viel des Eindrucks, den Touristen von Österreich haben aus. Gleichzeitig hat der Sektor einen sehr hohen Umweltbezug, brauche ich an der BOKU nicht zu erklären, kann positiv und negativ sein. Es ist nicht immer positiv. Drittes Problem: Das typische Produkt dieses Sektors sind Nahrungsmittel oder Rohstoffe zur Erzeugung von Nahrungsmitteln. Dort leiden wir unter Sättigungseffekten. Ich komme gleich auf die Märkte dann. Wir haben eine sehr unübliche Struktur von Betrieben.
üblicherweise Familienbetriebe. Das Eigenartige ist, wenn die Familienbetriebe selber wählen können, wie die Struktur ausschauen, und sie tun das im Osten, dann kriegen sie 10.000 Hektar Betriebe. Ich habe meinen Namensvetter, Sie haben vielleicht der Herr Siegfried Hofreiter, hunderttausende Hektar über die Börse finanziert, irgendwo in, weiß nicht, im östlichen Polen oder was. Sie kriegen 7% Rendite. Interessante Geschichte. Und der letzte Punkt ist, wir reden sehr viel über Marktversagen, wissen aber, dass Marktversagen eigentlich nur im Bereich der öffentlichen Güter da ist. Märkte, auf denen agrarische Produkte gehandelt werden, funktionieren genauso wie andere Märkte. Wir haben Machtphänomene und all die Dinge. Ganz kurz zu Agrarmärkten. Wir haben hohe Volatilität, das heißt, die Produzenten sind oft extrem unter Druck. Und es ist verständlich, dass man diesem Druck etwas entgegensetzen möchte. Das heißt, diese historischen Krisen seit dem späten 19. Jahrhundert, Einführung also mit der industriellen Revolution, gab es drei ganz gravierende Agrarkrisen, die in Summe dann spätestens in den 30er Jahren dazu geführt haben, dass Agrarpolitik entstanden ist. In den USA genauso wie bei uns in Europa. Die Landwirtschaft war damals noch ein sehr, sehr großer Sektor und das erklärt ein bisschen diese institutionelle Verankerung dieses Sektors. Wenn wir über agrarpolitische Probleme reden in den 80er Jahren, die Buttersberge und Milch sehen, dann beruht das nicht darauf, dass Märkte nicht funktionieren, sondern dass wir Politikversagen hatten. Die Politik hat Anreize gesetzt, die zu diesen Problemen geführt haben. Eine ungleichgewichtige Repräsentation von Interessen. So, wieso ist die Landwirtschaft sehr stark geworden? Sie hat einen sehr hohen Mobilisierungsgrad und auch der ist nachvollziehbar, völlig problemlos nachvollziehbar. Wir haben schon erwähnt, wir haben riskante Märkte. Wir haben zweitens eine sehr geringe Marktmacht des einzelnen Teilnehmers. Es ist naheliegend, sich zusammenzuschließen und gemeinsam dagegen aufzutreten, dass man Einkommenskrisen hat und all die Dinge, die in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten sind. Wir haben hohe Abwanderungskosten. Sie haben einen Sektor, der extrem hohe immobile Produktionsfaktoren hat. Asset Fixity. Sie können den Mähdrescher nicht sofort wieder verkaufen. Sie kriegen 10% dann dafür. Also all die Dinge bedeuten, und natürlich der Produktionsfaktor Boden. Er ist etwas schwierig handelbar, wenn niemand ihn haben möchte. Und ein Punkt, der oft unberücksichtigt bleibt, die Vorteile des Strukturwandels sind hauptsächlich nach außen diffundiert. Menschen, die gerne billiges Schweinefleisch essen, profitieren davon. Wenn sie Schweine produzieren, haben sie extremen Marktdruck. Und wenn Sie diese Dinge zusammenstellen, dann habe auch ich großes Verständnis dafür, dass dieser Sektor aufgrund dieser historischen Entwicklung sich massiv organisiert hat und seine Interessen durchsetzt. Das heißt, Rationalverhalten, wenn Profit-Seeking auf den Märkten nicht funktioniert, dann machen Sie Rent-Seeking auf dem politischen Markt. Und das Ergebnis ist, die politische Vertretung wird sehr stark, so eines Sektors. Jetzt ein bisschen Interessen an Politik, wie wir sie aus der Literatur kennen, wo du auch, Fritz, viel unterwegs warst. Die Erklärungsansätze sind für Ökonomen klar. Es gibt drei große Zugänge. Es gibt die Theorie der Interessengruppen, es gibt, also Olsen, Becker, andere, es gibt die Theorie der Demokratie, Downs, und es gibt die Theorie der Regulierung, Stigler, Peltzmann, andere. Ich möchte mich auf den ersten Bereich konzentrieren. Es geht um Interessengruppen. Der Bauernbund ist eine Interessengruppe. Das ist so. Was charakterisiert Interessengruppen? Grundsätzlich können wir zwei Gruppen und Typen unterscheiden. Es gibt ökonomische Interessengruppen, die versuchen, Vorteile für ihre Mitglieder zu generieren. Der Bauernbund ist eine ökonomische Interessengruppe. Für diese Gruppen ist das läuft unter Inside Game. Lobbying ist das zentrale Instrument. Lobbying, was will man erreichen? Man versucht Einfluss auf die Entscheidungsträger zu gewinnen. Ich habe jetzt zweimal den Bauernbund erwähnt. Also wenn Sie die Pharmaindustrie anschauen, die Banken, alle haben dasselbe. Wenn Sie durch Brüssel marschieren, haben Sie, ich weiß nicht, 34.000 Lobbyisten in Brüssel. Das ist ein ganz normales und nicht verwerfliches Tun, solange es transparent ist. Solange ich weiß, wie viel Geld die bestimmten Entscheidungsträgern nicht anbieten, aber ja. Auf der anderen Seite stehen nicht ökonomische Interessengruppen,
die versuchen, die Bereitstellung öffentlicher Güter zu fördern, Tierschutz zu promoten, Umweltschutz zu promoten, andere Dinge. Die haben als Zugang nur über, sie sind außerhalb des Systems, sie haben Zugang nur über die öffentliche Meinung. Und über die Veränderung der öffentlichen Meinung versuchen sie, die Wählerpräferenzen zu verändern. Wir werden also dann eher im Bereich von Downs, Theorie der Demokratie. Wie unterschiedlich die Situation ist, ist, vielleicht haben Sie jetzt in der Presse gelesen, dass der Präsident des Umweltdachverbandes von der Voestalpine AG auf 5 Millionen verklagt worden ist. Das sind die Gefahren, wenn Sie einer nicht ökonomischen Interessengruppe vorstehen. Die Voestalpine AG ist ein sehr gut geführtes Unternehmen mit 11 bis 12 Milliarden Umsatz pro Jahr, einem Gewinn von 500 bis 600 Millionen. Hier geht es um 5 Millionen, die für die Voest nicht relevant sind, aber eine Privatperson tot machen. Ja. Das heißt, es ist ein riskantes Spiel, das wir unter Umständen spielen, wenn wir nicht ökonomische Interessengruppen unterstützen. Die strategischen Elemente, wir haben es schon verstanden, das sind die drei Kasteln wieder. Es ist Information, es ist die institutionelle, der institutionelle Rahmen, in dem ich tätig bin, Inside Game, Outside Game ist sehr unterschiedlich, und die Partizipation. Damit möchte ich zu dem kommen, was in meinem Titel drinnen steht, Evidence. Was meine ich unter Evidence? Ich meine, ich möchte mich jetzt nicht in die Diskussionen von Philosophen und Wissenschaftstheoretikern einlassen, was ist Evidence, was ist Knowledge, was ist Belief, und Evidence für mich ist hier ganz simpel, es ist Scientific Evidence. Es ist das, was Wissenschaftler, die ohne Eigeninteresse, ist eine Annahme jetzt, ja, forschen. Ich sage jetzt, Herr Tangermann und ich wären jetzt Scientific Evidence. Nein, um es ganz kurz zu machen, ich kann ja nicht. Ich habe den Titel Evidence deswegen genannt, und wir haben ein bisschen diskutiert, weil es dieses Ideal der Evidence-Based Policy gibt. Evidence-Based Policy würde meinen, die Experten liefern einen perfekten Lösungsvorschlag, die Politik klatscht in die Hände, nimmt den auf und setzt ihn um. Ist ein bisschen, ja, Manfred lächelt, ja. Du hast völlig recht, Manfred. Es gibt praktische Beispiele für Versuche, diese Politik zu machen. Zum Beispiel das US Criminal Justice System in New York basiert darauf. Oder die Blair-Regierung hat versucht, mit diesem White Book, Modernizing Government 1999, das stärker zu machen. Die Angelsachsen sind, und auch die Skandinavier sind, haben andere Zugänge zur Agrarpolitik, viel stärker evidence-based. Und ein Bereich, der sehr stark evidence-basiert ist, ist die Entwicklungspolitik. Sie kennen vielleicht Esther Duflo vom MIT, die sehr stark auf entwicklungspolitische, also auf die evidence-basierten Grundlagen der Entwicklungspolitik setzt. Interessanterweise, auch bei uns wird evidence-based policy bei Entwicklungspolitik akzeptiert. Sie können darüber nachdenken, warum. Aber das Objekt, wir geben Geld und wir wollen das effizient eingesetzt zu haben, weil das Objekt hat keine Mitsprache, oder? Das heißt, es ist nicht im politischen System der Geberländer. Das ist eine von mir sehr naive vielleicht Erklärung, aber wenn Sie bessere haben, ich sammle sowas. Ja. Was sind die Schwächen dieser, Manfred hat laut gelacht, das war ein guter Comment natürlich, die Schwächen dieser Evidence-Based Policy, was ist objektive Evidence, was ist Objective Evidence? Wenn Sie Evidence-Based Medicine anschauen, wo das ein bisschen herkommt, bei der Medizin haben Sie auch oft Evidence, einerseits wissen Sie nicht, ob es eine Korrelation oder eine Kausalität ist. Auf der anderen Seite kann bei unklarer Evidenz, Sie wissen nicht, was die Diagnose ist, Sie wissen nicht, was die Therapie ist. In der Wirtschaftspolitik ist es ganz, ganz ähnlich. Das heißt aber, wenn Sie in so einer Unsicherheitssituation sind, dann wird Information zum Instrument. Die eine Gruppe nimmt diese Seite, die andere Gruppe nimmt die andere. Nicht unbekannt, wenn wir agrarpolitische Diskussionen führen. Eine dritte Stufe, die noch etwas schärfer wird, die Links zwischen Evidenz und Macht. Ich habe gerade diesen Fall angeführt, wo ein sehr mächtiger Industriekonzern ein Individuum verklagt, und das ist ziemlich hart. Ja. Das heißt, man kann aber das auch etwas entschärft sehen, Evidenz und Macht. Wenn Macht die Möglichkeit hat, mir Geld zu geben für Forschung oder mir für bestimmte Themen kein Geld zu geben, dann steuere ich schon Evidenz. Ich steuere Forschungsoutput. Und diese nicht existierende Forschungsoutput für Themen, die Machtinteressen stören, ist eben nicht da. Es kann nicht verwendet werden.
Und der letzte Punkt ist natürlich, und das ist vielleicht das, warum Manfred so gelacht hat, wenn sie Eliten herrschen lassen, dann werden die Eliten genauso wie die, die sie vorher beseitigt haben. Also ich glaube, eine von Wissenschaftlern geführte Gesellschaft würde genauso innerhalb der Wissenschaftler Leute hervorbringen, die sich ähnlich verhalten wie, ja, ich brauche das nicht weiter auszuführen, glaube ich. Diese Grafik soll diesen Teil zusammenführen. Ich habe das von einem Entwicklungspaper herausgenommen und es ist auf einem Blatt erklärbar, was ich meine und was auch sehr gut auf agrarpolitische Reformen anwendbar ist. Sie haben hier oben die Experts und Science und Sie haben hier unten Other Actors, die Interessen. Und das, wenn Sie hier sagen, das ist das Jahr 2007, 2008, die Experten liefern ein Positionspapier nach dem anderen, wie soll die Reform ausschauen, das geht ziemlich lange gut bis hier rüben. Die Other Actors tun noch nichts. Und dann kommt irgendwo so ein Punkt, dann kam das Testpapier, George Lyon hat dann der Ausschuss der Nation, der Ausschuss der Regionen hat Papiere vorgelegt und plötzlich kommen Interests ins Spiel. Und Sie sehen hier, die Evidenz im Bereich der Entscheidungsfindung geht die Evidenz gegen Süden und die Interests bestimmen das Endergebnis. Der entscheidende Punkt ist, ob das Endergebnis ist. Interessenvertretung heißt nicht, dass es eine schlechte Reform ist. Aber der entscheidende Punkt ist, ob die Verhaltensänderungen ausgelöst, ob Verhaltensänderungen ausgelöst werden und in welche Richtung sie gehen. Wenn sie keine Verhaltensänderungen auslösen, und Herr Tangermann hat das ein bisschen angesprochen, wenn Sie das Impact Assessment der jetzigen Reform anschauen, das von der Kommission geliefert worden ist, 1000 Seiten oder so, dann steht da drinnen, 2-3% werden von dieser Maßnahme und so weiter. Es gibt kaum wirkliche Verhaltensänderungen, die nämlich dann für den Impact einer Reform verantwortlich zeichnen. Ich lasse das so stehen. Die Grafik ist self-explaining. Ich möchte ein Beispiel noch, es gibt jetzt sehr viele Beispiele, aber um das Beispiel Biotreibstoffe heranzuziehen, weil Sie haben es erwähnt, meine erste, Fritz, du weißt, das war damals auch schon eine extrem heftige Sache. Christoph, du weißt, wir haben das hat bis zu Schreiduellen von Industrie-CEOs gegangen, weil wir gesagt haben, das sollen wir tun, das geht so aus. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass einen das stärker macht, wenn man durch ist. Also dass die blauen Flecken weggehen nach 3-4 Wochen und man denkt, man hat fast ein bisschen Spaß gemacht. Aber Sie sehen hier, um es wieder zurückzukommen, das ist eine Publikation von Sherman Holmes in Environmental Policy and Governance und die haben untersucht diesen politischen Prozess der Entscheidungsfindung. Das war schon 2010, also die erste Stufe dort. Und die sagen, diese EU Decision Making Bodies haben Policy-Based Evidence Gathering betrieben. Sie haben nur Informationen aufgenommen, die ihre Position unterstützen. Vorgestern, ich bin ein Euroaktiv-Abonnent und ich kriege das immer und ich sitze gerade und mache ein paar Folien für uns und das hat gut gepasst und da steht als Überschrift EU Scientists Biofuels Warnings Were Ignored. Und dann kommt Furious Lobby Battle, also das Thema, das wir jetzt besprechen und die Industrie beschuldigt die Kommission purposely causing the death of the whole EU biodiesel sector. Das heißt, man muss auch hier Verständnis aufbringen. Der Biodiesel-Sektor ist eigentlich in dieser Größe entstanden, weil die Kommission zuvor, ohne ausreichend Evidenz zu haben, über das, was Indirect Land Use Change hat, gesagt hat, das fördern wir in relativ hohen Beimischungsraten. Also ich glaube, aber natürlich, die Scientists have been overruled in Cabinet. Und das ist eine typische Situation von Interests versus Evidence. Letzter Teil, ich bitte meine Kollegen um Nachsicht, Verständnis, ich bin ein älterer Professor, der auf die 70 zugeht und ich sehe das schon mit etwas Patina. Aber natürlich, Wissenschaft ist, wenn Sie wollen, der Generator für Evidence, soweit ich das jetzt erklärt habe. Wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Was ist Wissen? Wissen ist, wenn wir Glück haben, ein öffentliches Gut. Kann auch ein privates Gut sein, aber oft ist der Wert von Wissen unsicher. Das heißt, wir haben ein sehr volatiles und komisches Konstrukt. Ich glaube, wir stimmen alle überein, dass Open Science den Fortschritt fördert.
je offener wissenschaftliche Prozesse sind, umso besser wird der wissenschaftliche Fortschritt sein. Und ein entscheidender Punkt, und Herr Vizerektor Haberauer hat letzte Woche hier einen Vortrag gehalten, wo er auf diesen Punkt hingewiesen hat, nach einer sehr schönen Beschreibung der Entwicklung der Wissenschaft seit 1100, als die ersten Fakultäten in Italien entstanden sind. Ein hoher Grad an Autonomie ist langfristig das Entscheidende für die Funktion von Wissenschaft als Evidence Generator. Die traditionelle Wissenschaft, ich rede jetzt über die ersten 800 Jahre, hat so ausgesehen. Ja, sieht auch jetzt noch so aus natürlich. Das Einkommen von Wissenschaftlern ist niedriger, die Zahl hier bezieht sich auf Deutschland, grob im Vergleich von Akademikern 20% niedriger. Wissenschaftler jammern jetzt nicht drüber, sondern sie verstehen, dass das ein ganz wichtiger Selektionsmechanismus ist für die Auswahl von Menschen, die intrinsisch motiviert sind, die das gerne machen. Im Prinzip ist es ein Austausch. Geld gegen mehr Autonomie. Ich verzichte auf Geld und kriege mehr Autonomie. Und das ist, wenn Sie wollen, die Karotte, die uns treibt. Gleichzeitig wissen wir, dass Forschungserfolge, wenn Sie wirklich forschen, unsicher sind. Sie wissen nicht, ob jetzt Naturwissenschaftler haben 20 Jahre oft nutzlos der Dinge verbracht und im 21. Jahr kommt das. Ja. Wenn die Forschungserfolge unsicher sind, dann sollten sie eine inputorientierte Entlohnung haben. Weil wenn sie keine inputorientierte, heißt, sie kriegen ihr Geld, 20% weniger, aber forsche, okay, geh deinen Neigungen nach. Wenn sie nämlich keine inputorientierte Entlohnung haben, dann müssen sie auf das Risiko aufpassen, dass ihre Forschungsergebnisse beinhalten. Keine Forschungsergebnisse, kein Einkommen. Dieses Risiko bedeutet, ich werde risikoavers. Kommt gleich. Wichtig, das ist ewig schon so, Erfolgskontrolle läuft über Peer Review. Ich werde etwas bisschen Defetistisches über dieses System sagen gleich. Die Situation, in der wir jetzt leben, und ein Wissenschaftler hat vor kurzem geschrieben, ein sehr angesehener Wissenschaftsmanager hat geschrieben, wir haben das Wissenschaftsideal verraten, so in die Richtung, mit diesen letzten Reformen. Wir haben ein bisschen zu viel Betriebsberatern zugehört und haben bestimmte Dinge gemacht. Wir haben das inputorientierte Anreizsystem durch, nicht ausschließlich, aber doch stärker outputorientierte Systeme ergänzt. Wir haben Wissen zu einer Ware gemacht. Stefan Vogel und ich haben vor einigen Jahren einmal etwas darüber geschrieben, über diese Kommoditisierung des Wissenschaftsbetriebs. Mehr Papers, bessere Papers fördern die Karriere. Das heißt, dritter Punkt, wir haben eine steigende Rolle von Drittmitteln. Wir haben vorher Geld im Wissenschaftssystem rausgenommen und geben es jetzt wieder hinein, wenn Sie die Fragen beantworten, die diese externen Geldgeber von uns wollen. Ich sage das jetzt neutral, das kann unter wohlwollenden Akteuren sehr gut funktionieren. Aber natürlich haben wir eine externe Steuerung von Wissenschaft. Fritz, du erinnerst dich, in meiner Habil steht drinnen die Purposive Function von Wissenschaft, dass es irgendwann kommen wird. Es ist gekommen. Ja. Aber in so einem System, wo Sie output-orientierte Anreizsysteme haben und alle anderen Facetten, wird die Qualitätskontrolle enorm wichtig. Eine objektive, gut funktionierende Qualitätskontrolle. Warum? Weil wir intrinsische Motivation zumindest teilweise durch das Hinzufügen extrinsischer Anreize reduzieren. Sie müssen bei einem Projekt, ich glaube, jeder, der Projekte macht, weiß, wie nervig das manchmal ist. Erster Zwischenbericht, zweiter Zwischenbericht antreten, da und dort und so weiter. Sie können mir nicht sagen, dass, wenn man in dieser Management-Sphäre ist, man genauso also ich kann es nicht, weil ich hasse Administration, ich gebe es zu. Fängt bei der Steuererklärung an und hört bei diesen Dingen auf. Die Reaktionen, die wir damit ausgelöst haben, und das hat nicht nur jetzt mit diesen letzten Veränderungen zu tun, wir haben eine steigende Zahl an Publikationen, das wollten wir ja. Wir haben mehr Zeitschriften, die sagen, wir sind peer-reviewed, wir machen einen Review, die vorher nicht. Wir haben drittens eine Fülle an Open Access Journals, ich sage jetzt mit reduziertem Niveau. Wir haben einen Peer-Review-Prozess in dieser explodierenden Fülle an Papers, der, sage ich, unschärfer wird. Er versagt zum Teil. Und Naturwissenschaft ist, ich komme gleich auf einige Beispiele, aber ich möchte das nicht zu lange, ich möchte sie nicht vor dem Buffet
weghalten. Ein Ersatz, die Ergänzung durch bibliometrische Verfahren, wir sagen Impact, Faktoren und all diese Dinge. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, die versucht haben, diese Google Citation-Geschichte einfach auszuhebeln, indem sie Fake Papers hochladen. Sie laden Fake Papers hoch, 50, und ihr Wert, sie rutschen schon vorne in der Reihenfolge. Das heißt, all diese Systeme sind reflexiv. Wissenschaftler wissen, wenn Peer Review verlangt wird, dann nehme ich eine, ich sage jetzt im schlimmsten Fall, eine Zeitschrift, wo die Schwelle nicht hoch ist, ich publiziere, habe ein Peer-Review-Paper und das kommt in die Kategorie bei der Uni und ich habe meine Zielvorgaben erfüllt. Intrinsisch motivierte Wissenschaftler lassen sich davon nicht wirklich, verstehen Sie, nicht alle Wissenschaftler reagieren darauf jetzt in der Art und Weise, aber wir kriegen ein Segment. Intrinsisch motivierte Wissenschaftler machen trotzdem ihr Ding und sagen vielleicht, okay, muss nicht das Top-Journal sein, ich habe keine Lust, 2,5 Jahre mit den Referees hier herumzustreiten, ich gebe es vielleicht auf die zweite Stufe und so weiter. Das heißt, ein Paper, das in einem Journal mit reduziertem Niveau erscheint, muss nicht automatisch schlecht sein. Aber ich weiß es nicht, wenn ich es nicht gelesen habe und wenn ich nicht selber dort Fachmann bin oder Fachfrau. Ich habe es zuvor schon angesprochen, dieses System bedeutet, dass die Risikobereitschaft in der Forschung sinkt. Sie können als Leiter einer Forschungsgruppe mit 40 Personen nicht riskieren, off-Mainstream zu machen und Sie fahren wirklich in die Grube. Sie kriegen keine Gelder mehr. Das heißt, was wir beobachten ist, wir kriegen eine Massierung der Forschung um die Dinge, die gut funktionieren. Sie kriegen Verhalten, das sich an Journals anpasst. Wie oft haben wir es selber schon festgestellt, dass man einem Referee, ja, Ablehnung oder ich mache das. Okay, ich mache es. Aber im Grunde ist es dann nicht mehr okay. Das heißt, das Ergebnis, das wir aus dieser Entwicklung haben, und ich rede über Science als Generator von Evidence, ist das zuverlässig. Wir haben ein Evaluierungskonzept, das innovationshemmend ist. Ich sage das nicht generell, ein bisschen, es ist ein ganz kleines bisschen. Unser großes Problem ist, dass wir Fehlentwicklungen am Anfang tolerieren. Sei das der Euro, sei es die Bankenliberalisierung. Wir warten und diese ersten Schritte bedeuten, dass es zum Normalzustand wird. Schnellfahren auf der Autobahn wird dann zum Normalzustand, wenn eine Autobahnstreife zu Ihnen sagt, bis 150 tun wir Ihnen eh nichts. Das heißt, ich weiß, okay, und das wird zum Normalzustand. All diese Dinge, und ich rede auch hier, das ist ein Normalzustand, der sich fortsetzen wird. Publikation zählt mehr als der Inhalt. Es gibt eine gewisse Kindesweglegung. Wenn ich sage, ich wäre im American Journal of Agricultural Economics, dann würde ich sagen, okay, da tue ich sehr viel dafür und der Inhalt ist dann vielleicht für mich nicht mehr so wichtig. Die wissenschaftliche Selbstkontrolle, und das habe ich versucht zu zeigen, wird ein bisschen fehleranfälliger. Das ist so und ich zeige Ihnen gleich ich erzähle Ihnen einige Beispiele für wissenschaftliches Fehlverhalten. Sie können diese berühmten Beispiele, der deutsche Krebsforscher, der die Daten selber generiert hat, der südkoreanische Mensch, der sich dann vor der gesamten Gesellschaft entschuldigt, das sind Extrembeispiele. Die beunruhigenden Dinge sind zum Beispiel, Bohannon, ein Harvard-Biologe, hat vor kurzem in Science, Sie haben ihn vielleicht gelesen, diesen Artikel gehabt, der hat 307 Fake Papers. Den Autor gibt es nicht, die Uni gibt es nicht und das Problem gibt es nicht. An 307 Journals geschickt. Und Sie glauben nicht, also er hat dann publiziert, bevor alle da waren, aber 157 wurden akzeptiert, 98 wurden abgelehnt. Kann man sagen, okay, hat am unteren Segment gearbeitet, das sind diese Journals, die eh nichts wert sind. Die Herausgeberin des British Medical Journal, das ist ein hoch angesehenes Journal für Mediziner, hat dann ihre 200 Key Referees ein Paper geschickt, wo sie 8 Fehler eingebaut haben, nur um zu checken. Was glauben Sie, was rausgekommen ist? Keiner hat die 8 gefunden, der Durchschnitt liegt glaube ich knapp unter 2 und viele haben keinen einzigen Fehler gefunden. Ich sage das nur deswegen, weil wir ein bisschen überheblich sind, das ist ein Peer Reviewed und das ist schon gut. Es ist nicht gut. Wir müssen, und ich glaube, man kann diese Dinge, es sind ja keine großen Entwicklungen, vielleicht haben wir zu viele Papers, die wenn Sie Begutachter sind, dann stöhnen Sie schon, Sie kriegen schon wieder eins. Und boah, wer schaut die Daten an? Rechnen Sie alle wirklich bei 17 Seiten mathematischer Ableitungen jede Zeile nach? Wer macht's?
ist ziemlich schwierig. Also ich denke, man muss sehr, sehr rücksichtsvoll mit diesen Schwächen umgehen, aber sie sind existent. Das heißt aber, wenn wir das zusammenzählen, kriegen wir ein Problem mit der Qualität von Evidenz, die wir generieren. Das heißt, es gibt auch innerhalb der Wissenschaft einigen Reformbedarf, der auch mit Interessen von Wissenschaftlern zu tun hat. Jetzt möchte ich zum Schluss kommen, ich habe Sie jetzt ein bisschen gequält. Was können wir als Resümee daraus ziehen? Interessen versus Evidenz, wenn wir das jetzt ein bisschen zusammenfassen, ich gebe zu, ist ein bisschen populärwissenschaftlich das Ganze, was ich hier erzähle, aber Sie müssen nachsichtig sein, es ist meine letzte Vorlesung, ich muss das ein bisschen genießen hier. Der Wilhelm von Humboldt hat gesagt, nein, Wilhelm von Humboldt hat diese Gründung der FU Berlin war eine Gegenreaktion gegen Forschungsinstitutionen oder Akademien, die sehr interessenorientiert waren. Und wenn Sie den Herrn Humboldt beim Eingang der FUB sitzen sehen, dann mir ist das erst vor einigen Jahren aufgefallen. Er sitzt völlig zusammengesunken und wirkt sehr deprimiert. Warum? Ich habe es versucht zu erklären. Evidenz, denke ich, kriegen wir nur als Ergebnis autonomer Forschung, wo auch die Mechanismen, die ich jetzt kritisiert habe, funktionieren. Wir verstehen, dass Forschungsthemen heute vielleicht stärker als früher von Interessen beeinflusst sind. Interessen in zweifacher Hinsicht. Wir haben selber ein Interesse, Karriere zu machen und werden vielleicht unter diesem enormen Publisher-Perish-Druck ein bisschen salopper. Nicht alle, vielleicht nur eine ganz kleine Gruppe. Aber die Anreizsysteme in der Wissenschaft, denke ich, sind auch zu überdenken, wenn wir Evidenz produzieren wollen. Und auf der anderen Seite, das habe ich zuvor schon klingen lassen, ich war nie ein Freund dieser Reform UG02, weil ich denke, es gibt Großbäckereien und Tischlereien, man muss nicht Universitäten in dasselbe Schema pressen. Unser Output ist keine Ware, aber ich bin ein sehr handwerklich orientierter alter Wissenschaftler, der immer versucht hat, Ergebnisse, also vergessen Sie das gleich wieder. Aber natürlich haben wir Forschungsorganisationen und Finanzierung eine externe Steuerung. Evidence und GAP, ich muss das Thema GAP noch einmal, obwohl ich versucht habe zu zeigen, dass die Landwirtschaft sicherlich nicht das größte Problem ist, vermutlich weder finanziell noch vom Umgang mit diesen Dingen. Aber ich glaube, wenn Sie eine Reform haben wollen, die Herr Tangermann geschildert hat, müssen wir irgendwelche Mechanismen finden, die ein Gleichgewicht oder ein annäherndes Gleichgewicht zwischen den Interessengruppen sicherstellen. In den Jahren 2007, 8, 9, 10 gab es jede Menge Papers von Umweltorganisationen, die interessant zu lesen waren, die auf dem Punkt waren, spielen keine Rolle. Das Gewicht in der Entscheidung ist nahe Null. Wir brauchen eine Objektivierung von Evidenz, ich habe das jetzt versucht zu schildern, und wir brauchen in der Agrarpolitik quantifizierbare Ziele. Sie können eigentlich kaum sagen, dass das Ziel wurde nicht erreicht, oder? Die Agrarpolitik ist so aufgebaut, dass sie auf Aktivitäten beruht. Der Landwirt, die Landwirtin tut bestimmte Dinge und wir unterstellen automatisch, dass das Ziel damit erreicht wird. Greening. Wir wissen, das ist nicht so. Wenn Sie Agrarpolitik evidence-based machen würden und sagen, Grundwasser ist ein schlechtes Beispiel, Sie wissen, Herr Hochenberger, das ist schwierig. Grundwasser soll über die nächsten 10 Jahre diese Verbesserung erfahren, wobei Sie das fairerweise nur in bestimmten Gebieten machen können, wo Sie wirklich Ahnung haben, was drunten los ist. Aber Sie können viele Ziele so definieren. Und wenn Sie quantifizierbare Ziele haben, dann werden die Akteure eigentlich sich automatisch den Zugang suchen, der das Ziel erreicht. Im Augenblick, glaube ich, sind wir weit weg davon. Und ein Punkt, den wir, glaube ich, immer wieder beklagen, ist, dass die nationalen Interessen im Einflussbereich einer EU-weiten Politik viel zu stark sind. Wir haben das ja im letzten Jahr miterlebt. Kriegen wir eine Evidence-Based GAP nur durch exogene Schocks? Wir haben eine GAP-Reform gehabt, Herr Fischler weiß das, wo der exogene Druck von GAP so groß war, dass Ihr Vorgänger McSherry die ersten Schritte gemacht haben. Sie haben 2 wichtige weitere Schritte gemacht. Im Augenblick haben wir keinen wirklichen exogenen Schock in Sicht. Und ich möchte mir nicht wünschen, dass die exogenen Schocks so aussehen, dass wir im Bereich der Biodiversität so massive Einbrüche kriegen, dass wirklich extreme Schäden auftreten.
Und dort können Sie nicht budgetäre Mittel nehmen und Biodiversität reparieren, wie das bei den Banken wir es versuchen. Wir können es auch bei den Banken nicht. Die Griechen, die sich das Leben genommen haben, werden durch die Gelder nicht wieder lebend. Oder die Lebensperspektive von Spaniern in den nächsten 20 Jahren werden nicht durch Zahlungen an Banken verbessert. Aber ich denke, rational, Ökonomen sagen, wir sind rational, wäre es, diese Entwicklung zeitgerecht abzubremsen, leicht umzuordnen. Und ich glaube, und ich stimme hier mit Herrn Tangermann völlig überein, die jetzige Reform war eine Nullnummer in dieser Beziehung. Evidence und Science, das können wir jetzt aus Zeitgründen auslassen, aber ich habe noch einmal, ich glaube, dass hohe Autonomie in der Wissenschaft eine grundlegende Voraussetzung dafür ist. Wir sollten vielleicht auch das tun, was die Evolution macht, die Akzeptanz von Off-Mainstream-Ansätzen. In der Ökonomie haben wir eine starke Dominanz der Neoklassik. Das wird oft diskutiert als toll oder ganz schlecht. Das ist völlig falsch. Wenn Sie Neoklassik und Finance zusammenbringen, dann wissen Sie, dort spielen Neuroscience. Ja, die Händler werden gesteuert durch Testosteron und Cortisol. Das kann man messen. Das heißt, ich glaube, ein Wissenschaftler von der Columbia University sagt, es würde schon helfen, ältere Trader einzusetzen und mehr Frauen, weil der Testosteronanteil im Trading Room dann sinken würde. Aber dass hier Rationalverhalten nicht wirklich eine Rolle spielt, wenn Sie voll unter Stress sind. Im Agrarbereich, denke ich, sind diese Ansätze, die wir gelernt haben und anwenden, durchaus brauchbar. Ein Landwirt hat fast ein Jahr Zeit, um zu entscheiden, ob er Weizen, Gerste oder Mais anbaut. Also hier, glaube ich, sind rationale Entscheidungen deutlich. Das heißt, ich meine, es ist eine Abwägung und es ist im Prinzip eine empirische Frage. Dritter Punkt, wir brauchen eine funktionierende Erfolgskontrolle, ich wiederhole mich hier, und wir brauchen eine breitere Definition von Impact. Vielleicht ist manchmal ein Zeitschriftenartikel oder wie Emil, wie du geschrieben hast, The Emperor's New Clothes, das ist eine sehr gute Beschreibung. Wir haben eine Reform, die eigentlich, wenn ein kleines Kind schreit, was tut sie hier eigentlich? Okay. Und der letzte Punkt wäre, wir sollten Politics, das dritte Kästchen für mich auf der rechten Seite, vielleicht ernster nehmen. Nicht ernster nehmen, indem wir schon bei unseren Reformvorschlägen darauf eingehen und sagen, es geht eh alles nicht, sondern okay, ist egal, was ich sage. Nein. Aber wir können darüber nachdenken, wie wird der Prozessteil der Entscheidung darauf reagieren. Was ist drinnen? Wenn wir das nicht tun, dann passiert das, dass man Science nämlich als Silence ausspricht. Wir schreiben Papers und halten den Mund. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Perspektive ist. Ich zeige Ihnen jetzt, ich komme zum Ende, und das ist ein Bild, diejenigen, die mit mir in Linz zusammengearbeitet haben, kennen es. Es hängt seit 1980 in meinem Büro. Gerald weiß es. Es ist von Pablo Picasso und heißt Don Quixote. Und schau das Bild, das hängt auch heute noch bei meinem Homeoffice vor meinem Schreibtisch. Und das ist eine ganz wichtige Metapher, oder wenn Sie wollen, eine Allegorie. Der arme Mann hat so viele Ritterromane gelesen und hat dann ein bisschen durchgedreht und hat Windmühlen bekämpft. Und ich überlasse Ihnen, wie Sie das auf Agrarpolitik übertragen, aber natürlich schauen wir nach dieser Reform ein bisschen so aus wie dieser Herr auf dem Pferd. Wir haben Probleme diskutiert und bekämpft, die außerhalb des Systemrahmens waren. Wir haben viel oft darüber diskutiert. Wir haben uns in Bereiche bewegt, die jetzt für das politische System keine notwendig gesehen hat, die zu berücksichtigen. Letzte Folie, und das stammt aus einem Buch, das ich als Sechsjähriger von meinen Eltern bekommen habe, um meine Lesefreude ein bisschen anzureizen. Es zeigt einen praktikablen Umgang mit Windmühlen. Es stammt von Wilhelm Busch und ich habe die Geschichten sehr gerne gelesen. Und Sie sehen, der Zugang, wenn die Windmühle mich ärgert, könnte ich das machen. Das Problem ist, Busch hat vor langer Zeit gelebt. Die Säulen der Windmühlen sind heute Stahlbeton und wir Wissenschaftler haben immer noch dieselbe Säge. Das erklärt ein bisschen das, was Sie zuvor uns klar gemacht haben. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das freundliche Zuhören. Ich wünsche allen meinen Kollegen, die in dem Fachbereich bleiben, noch fröhliches Segen in den nächsten Jahren und bin gespannt, was der nette Abend noch bringen wird. Vielen Dank.